warst ja selbst sehr erfolgreich bei Let's Dance. Schaust du die aktuelle Staffel? Ja, ich muss immer gucken, wie es Christian geht, wie läuft es mit seiner Partnerin oder mit seinem Partner. Ich warte immer auf den Tag, wo Christian vielleicht mit einem schwulen Partner tanzen muss. Ich finde es immer wieder spannend. Ich schaffe es nicht, jede Folge zu sehen, weil ich habe ein Leben mit drei Mädels und das ist schon crazy. Aber ich gucke immer ein bisschen, dass ich auf den Laufenden gehalten werde. Hast du einen Favoriten? Nee, dieses Jahr, ich finde das sehr, sehr spannend dieses Jahr, weil wir wirklich nicht wissen, was passiert. Es gibt keine eindeutige, natürlich Min Kai ist eine Bombe, wenn es um die Emotionen geht, aber es ist noch zu früh. Und es gibt unheimlich viele Starke, die ganz vorne dabei sind, die unheimlich viel Entwicklungspotenzial haben. Deswegen würde ich, es ist das erste Mal, wo ich sage, ich weiß nicht, wer ins Finale kommt. Normalerweise weiß man so ab der dritten Sendung, die kommen auf jeden Fall in die Finale. Ich sehe 3, 4 sehr starke Kandidaten. Wen? Der Bauer ist sehr stark, der hat eine gewisse Eleganz, auch eine gewisse Ausstrahlung, die noch sehr viel Potenzial hat. Min Kai das ist die Armani, die sehe ich als sehr stark. Und dann gibt es noch einen anderen, ich habe den Namen aber leider nicht, das ist dieser Typ von dieser Serie. Entschuldigung, wenn ich den Namen nicht kenne, ich kenne die Schauspielernamen nicht so gut. Der sieht aus wie so ein Grieche. Milkovic? Vukovic, okay, der Vukovic. Also ich glaube, dass wir da 4 sehr starke Kandidaten haben, deswegen ist es noch alles drin.